Und da wir gerade vom Militär reden, erinnert ihr euch noch an einen gewissen Gutenberg? Richtig, den von und zu, den mit den vielen Vornamen, mit dem verlorenen Doktortitel, dem, der es fertig brachte, neben seiner Gattin auch noch Johannes B. Kerner mit nach Afghanistan zu schleppen, genau den, dessen Rücktritt erzwungen würde, und der, bevor er in die USA ging, das Musikkorps der Bundeswehr beim Zapfenstreich nötigte, noch Deep Purple zu demütigen. Ihr wisst schon, er wünschte sich zum Dienstabschied das Lied Smoke on the Water von Deep Purple. Genau dieser Gutenberg ist jetzt wieder da. Ich meine, es ist sein Recht. Es gibt ja keine pauschalen Einreisesperren hierzulande, auch wenn Horst Seehofer das sehr bedauert. Aber ein Gutenberg wäre eben nicht ein Gutenberg, wenn er einfach nur so wieder da wäre. Nachdem sich der Smoke über dem Water verzogen hat, will er sich nun, und ich zitiere ihn, so richtig im Wahlkampf reinhängen. Voll reinhängen, das klingt ja eher nach Klappstuhl im Bierzelt nach Mitternacht als nach Wahlkampf. Aber bitteschön, die Purple ist auf jeden Fall gewarnt. Der Trump Bayern will ihn wohl als intellektuellen Schutzwall gegen den aufstrebenden Markus Söder einsetzen. Nun gut, eine wichtige Disziplin beherrscht der Gutenberg auf jeden Fall, den Umgang mit Copy und Paste. Copy und Paste, so heißt die Tastenkombination, die man am Computer zum Kopieren braucht. Und das ist ja eine Fähigkeit, die offensichtlich auch der Scheuer Andreas gut beherrscht. Der Scheuer Andi fordert ja recht forsch, dass alle Geflüchteten sich zu integrieren haben und die deutsche Leitkultur zu akzeptieren haben. Aber wehe, 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 wenn sich jemand wirklich integriert, also beispielsweise ein Senegalese aus Afrika, der sich in die Kirche einbringt und dort ministriert und dann, Gott bewahre, auch noch in einem Verein dem Lieblingshobby der Deutschen, dem Fußballspiel, frönt. Also das geht gar nicht. Denn so einem, so der Scheuer Andi, den wirst du nie abschieben. Und das ist für den Scheuer Andi wirklich das Schlimmste. Und das ist schon wieder so ein Widerspruch der CSU. Alle sollen sich integrieren. Aber um sicher zu gehen, damit sie das nicht machen, müssen wir sie alle sofort abschieben. Kurz nach seinem rassistischen Ausspruch zu den ministrierenden Senegalesen war ja der Scheuer Andi bei Maybrit Illner und wurde dort dafür kritisiert. Und was machte er da zu seiner Verteidigung? Vor einem Millionen Fernsehpublikum fing er uns an, aufzuzählen, mit wem er alles telefoniert hätte in seiner Partei, um den Unmut über diesen Spruch einzudämmen. Ja, der glaubte ernsthaft, dieser Spruch wird besser, wenn der uns sein Telefonverzeichnis vorliest. Ich aber meine, solche Sprüche gilt es als das zu benennen, was sie sind, rassistische Stimmungsmache. Und wer es versucht, es den Menschenfeinden recht zu machen, der wird selber zu einem. Und deswegen gilt für uns als Linke immer, wir geben klare Kante gegen Rassismus und das verlässlich.